Hi, ich bin Kai Krämer. Ich habe auch die letzten 2 Monate hier in Barcelona an einem Projekt gearbeitet zum Thema Mund. Und normalerweise arbeite ich und auch hier sehr viel mit dem Schreiben und dem Körper. Ganz klar ist, dass dadurch, dass ich mit Text arbeite und den dann spreche, in der Situation der Mund beobachtet werden kann, der spricht. Und das Publikum hat auch Münder, aber die sprechen nicht, die bleiben still. Das ist so ein Gedanke gewesen. Ich glaube, die Frage, die mich ziemlich beschäftigt hat über die Zeit hier, war, wie kann ich diese Situation eventuell aufbrechen? Wie könnte ich Möglichkeiten schaffen oder vielleicht Risse kreieren, die Möglichkeiten schaffen? Paratext, das ist das Format, in dem hier Work in Progress gezeigt wird, in dem KünstlerInnen Einblick geben in ihre Arbeit. Wo ich dann ausprobieren konnte, was passiert, wenn ich tatsächlich mit meinem Text in den Raum trete, zu diesen Menschen, zu beobachtenden ZuschauerInnen und diese Spannung auszukosten, die super viel mit dem Text und mit der Praxis dann selbst nochmal macht. Also insofern zähle ich das fast schon dazu als Teil des Arbeitsprozesses und weniger als das Zeigen von dem, was ich gemacht habe. Tag vor Paratext, ein Konzert, das organisiert war, auch mit KünstlerInnen aus Stuttgart und welchen aus Barcelona. Und für mich war es eine überraschend schöne Erfahrung und super interessant. Und ich glaube, gerade aus diesem Blickwinkel der Performance wieder zu erleben, wie krass alle Menschen daran beteiligt sind an so einer Erfahrung. Nicht nur die KünstlerInnen, die MusikerInnen, sondern auch die Leute mit der Kamera und die Beobachtenden. Hola, em dic Laura Van Severen, sóc fotògrafa i visc a Barcelona. Vaig estar a Stuttgart, a la residència d'intercanvi entre Angar i Kunststiftung, i allà vaig iniciar un projecte fotogràfic nou que està inspirat per el so, que sembla una mica una paradoxa que una fotògrafa treballi una cosa tan efímera com el so, però va néixer des d'un cansament visual de com vivim el món a través de les imatges moltes vegades i com sento que això realment aplana la nostra experiència del món, del que ens envolta. In Stuttgart, an der Sederstraße, an der Seders-Jelinek-Straße, an der Martin-Schrenk-Weg, unite in a roundabout in front of the Mercedes-Benz Museum. Stuttgart és realment l'epicentre de l'automòbil, del cotxe, on es va inventar, podríem dir, on es va patentar el primer cotxe de Carl Benz i com el cotxe a finals del segle XIX va canviar realment el paisatge sonor del món sencer. O sigui, ha sigut també un so que ha impactat moltíssim en com vivim i com escoltem el que ens envolta. Come in. Look around. Keep moving. Look around yourself. What do you see? Mein Name ist Jasmin Schädler. Und ich war jetzt die letzten 2 Monate hier im Hangar. Ich bin Performance- und Medienkünstlerin aus Stuttgart. Ich habe mich mit Wahrheit beschäftigt, aber ganz explizit auch mit dem Lügendetektor bzw. mit Technologien, mit Wahrheitstechnologien. Ich fand es sehr spannend, nochmal zu verstehen, dass Wahrheit so stark vom Körper ausgegangen ist lange. Und also gerade auch in Gesellschaften, auch in Europa, bevor die Allgemeinheit schreiben konnte, das viel mehr mit Körperlichkeit zu tun hatte, was ich gut mit dem getroffen hatte, was ich ursprünglich auch gedacht habe in Bezug auf diese Wahrheitstechnologien, die sehr stark auch mit Körpern interagieren. Und das war schön, dass sich das dann nochmal so sehr kreisig geschlossen hat.